Na gut, dann nehmen wir die schon mal an. Ihr seid dem Häuptling des Bärenstammes aufgefallen, Krieger. Sprecht mit ihm. Oh, der Häuptling. Endlich begegnen wir einander. Oh ja, auf so jemanden wie euch habe ich gewartet. Ein erfahrener Krieger. Redet ihr denn, als hättet ihr ein paar Zähne zu wenig? Ihr mögt nicht zum Stamm gehören, aber eure Taten machen euch dennoch zu einem. Ich bin der Stamm. Die Anrufung der Urahnen. Ich will keiner von dieser Hillbilly-Familie sein, Daniel. Jetzt höre ich ihre Worte, die uns vor so langer Zeit Sühne für unser Versagen am Ariad versprachen. Seid mein Champion. Ja, ich werde euren Clan nicht reinwaschen. Die Weisheit der Urahnen zu erlangen und meinem gebrochenen Volk ein Ziel zu geben. Okay. So weise können die nicht gewesen sein, wenn die tot sind. Ich will die nächste Dungeon hier. Machen wir die Story weiter. Ich will eine Story weitermachen. Wo ist denn das? Ich will meine Ultimate auf die loslassen. Ah, oh, das war hier in der Nähe irgendwo. Perfekt. Korvala, sprich mit Mutter Oberin Pava in Korvala. Na gut. Müssen wir wieder jemanden helfen, der irgendwie weit nicht Magenschmerzen hat oder so. Was machst du? Komm, gehen deine Seelen auf die Fresse. Wo Gerauf gehen die los? Sind auf die Fässer alle losgegangen, die um uns herum lagen. Ja, die hassen Fässer. Die sind alle durch Fässer gestorben, weißt du, in so einer Fässerfabrik. Und die Lore vertieft sich. Oh, du kämpfst. Ah, so stelle ich mir das vor, das Kleid jault. Der ist so richtig degenerativ, der Kleid. Oder wir haben den dazu gemacht, besser gesagt. Ja, mehr oder weniger. Der bestimmt voll die Fanboys, genau, und Fangirls Claude. Und so. Nennt euer Begehr. Mutter Oberin. Morden und stehlen. Lode. Okay. Lode ist auch voll geil. Jean-Claude Van Damme. Oh, bist du eigentlich schon wieder? Ich bin ja reingegangen. Boah. Ich irgendwie, aber jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Hm. Ja, dann bin ich gegangen. Ich bin da lang gegangen. Die haben mich gefragt, was ist mein Begehr? Ich habe gesagt, morden und stehlen. Wir haben nicht reingelassen. Ich habe mich gewundert. Und so. Hast du mit dem geredet? Ich rede gerade mit dem. Wieso höre ich das nicht? Wieso sehe ich das nicht? Nicht solange ich in der Stadt bin. Muss doch wissen, was hier passiert. Nein, nein, nein. Grüße. Das ist meine Story, Daniel. Das ist jetzt Vegas Shippuden. Das kann ich nicht. Warum kann ich ihn das nicht sehen, ne? Weil das nur einer von uns sehen muss, dann. Die denken, wir sitzen an einem. Die denken, du sitzt auf meinem Schoß. Ich will wissen, worum es geht. Ich weiß nicht mal, von wem der da redet. Ich weiß nicht, wovon der redet. Hier nicht tun. Ja, so, fertig. Hier ist auf einmal ein Typ. Wer ist das? Den kenne ich nicht. Rede doch mit dem. Wer ist das? Warum folgt ihr mir euch? Vigo folgt euch. Warum? Nicht viele könnten eure Sünden tragen. Wer ist das? Daniel hat gerade das essentielle Plot-Device verpasst, ey. Der hat mir Weisheiten des Lebens beigebracht, Daniel. Jetzt kenne ich die Geschichte des Universums. Sie erwartet uns. Ich kenne den Unterschied zwischen Gut und Böse. Viel Glück.
Mir öffnen sich die Türen, ja. Lass den neuen Wachkommandanten die Streitkräfte ersetzen, die wir bei der Mine verloren haben. Ihr seid also zurückgekehrt. Vigo hier meint, ihr wäret tapferer gewesen als er. Hallo. Oh, kannst du nicht mit dem reden? Ja. Zuerst müsst ihr des Segens würdig gemacht werden. Ein heiliger Krieg kann nicht mit Ungläubigen gewonnen werden. Lasst euch nicht täuschen. Dieser Krieg ist heilig. Oh, leck mich, ich will nicht. Hat den ewigen Konflikt. Weißt du nicht, was mein Titel ist, Lady? Ich bin unheilig. Und Abschaum. So steht es geschrieben. Wenn wir eins sind, dann heilig. Unsere Rollen spielen. Pilger zum Alabasterkloster. Leute, ja, der Barbar, und der ist ein potenzieller Mörder. Was willst du? Hättet ihr euch keine anderen Helden aussuchen können? Ja, das ist wieder das Lied von Barbaren, Dave. Sie sind nicht wirklich Helden, aber doch was Besseres hatten wir nicht. Da kann ich mich. Die waren in Angebot, zwei zum Preis von einem. Zu den Ruinen südlich von hier. Okay. Okay, irgendwie ist da jetzt nur ein Haken und okay, ich wollte schon sagen. Irgendwie stand da nicht, weil wir als nächstes machen sollen. War einfach nur ein Haken. So, ja, abgeschlossen. So, wir müssen darunter. Ah, man kann sogar seine Tasche sortieren, sehe ich gerade. Ja, Funktionen findest. Sind meine Edelsteine schön geordnet? Ja, nach Größe. Was eigentlich noch, was ich bekommen habe hier so saisonal Stufe 10. Machen wir noch mal. Ich habe da nichts bekommen. Die meisten Sachen sind ja sowieso alle hier. Muss dafür bezahlen oder so. Kann man sowieso nicht annehmen. Da stand vorhin, ich habe irgendwie Level 10 erreicht, aber ich kann da nichts annehmen. Ja, stand bei mir auch. So, was ist das für ein Zeichen aber auf der Karte? Hier steht Belohnung einfordern. Also es ist weg. Irgendwie so ein neues Symbol auf der Karte, das ich noch nicht gesehen habe. Aber ist alles, alles rausgeploppt hier. Ich habe nur so gehört. Ding, 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 ding. Was hast du gemacht? Oh, ich habe irgendwas eingefordert. Oh, da. Belohnung einfordern. Ist das das? Etappe 1. Ja, das habe ich auch gemacht. Ah. Bin ich bei Etappe 2. Oh ja. Dicke, 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 dicke. Ich glaube, wir haben so Dingens bekommen hier, so Verzauberungen, ja. Cool. Kann ich alles nicht benutzen. Nix für Barbaren. Nein. Doch, da ist was. Aber ist noch nicht wichtig. Na gut. Wir müssen unsere Pilgerreise abschließen und Buße tun. Uneilig. Du bist potenziell. Daniel, irgendwie kann ich dich nicht sehen. Da bist du. Okay. Steht da vor dir. Ja, ich habe deinen Punkt gesehen auf der Karte, aber dich habe ich nicht gesehen. Seid gegrüßt. Hey, was geht, Vigo? Was muss ich für die Pilgerreise tun? Von hier ist ein Schrein, der beherbergt ein Relikt. Wer redet da? Das heißt, es muss ich irgendeinen Unschuldigen in einem Brunnen ertränken? Das habe ich schon gemacht. Körper und Seele beutelt einen so richtig. Es läutert einen als Vorbereitung. Hast du gesehen, wie wir aussehen? Wir sind schon gebeutelt. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel, mein Freund. Für manche ich bereue all jede Entscheidung meines Lebens. Passt auf euch auf, ja? Ich werde euch der Daniel bereut nur die Leute, die er nicht umgebracht hat. Ne?
Und welche Waffe benutze ich denn jetzt? Mich von meinen Firmenmassen von so. Akademie des Lichts. Die Akademie des Lichts, da gehören wir schon mal nicht hin. Was ist das hier? So ein Symbol. Oder ist das einfach nur? Nicht. Ist das da. Geld? Nö. Wie viel Geld habe ich denn gekriegt? Ich krieg sehr viel Geld. Sehr gut, Mama. Was? Nein, das esse ich noch. Ich rede mit meiner Mutter, die zeigt mir, wie viel Geld ich kriege. Was? Also von meiner Arbeit. Ja, von meiner Arbeit. Ich arbeite da. Irgendwas mit 1400 Euro. Sehr cool. Ja. Dann investiere ich in mein Bräunungsstudium. Was ist denn das für eine Akademie des... Warum sag ich Akademie? Akademie, warum? Sind hier irgendwelche Viecher, ey? Okay, der heilt sich die ganze Zeit, was? Wo sind denn hier welche? Das sind nur Ghouls und so ein Kleinkram, ey. Die sind so schnell tot, dass... Wissen die eigentlich nicht, was wir schon durchgemacht haben? Da stehen so viele Sachen, was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen Wellen überleben, ne? Wissen nicht, dass ich schon zweimal heute gestorben bin. Die Sonne hatte dich geblendet. Geblieben. Ich bin noch nicht bereit. Oh, Totenkopf. Ich bin Elite, ne? Na. Ja, ist er tot. Und der ist tot. Die Story ist richtig schwer. Wer ist denn hier wir? Okay, schon wieder ein legendärer Ring. Wie ist das Lächeln? Na, warte. Was ist das, ey? Oshi, Oshi. Ohi, ohi. Ja, die Musik, ne? Gleich kommt Sephiroth, pass auf. Vielleicht kommt der gestolperte Engel. Der hingefallene Engel. Bevor er fällt, ne? Der hingefallene Engel. Ja. Warum nennt man nicht eigentlich den hingefallenen Engel? Cloud ist es der gefallene Engel. Was? Ach, Cloud und Clive, das sind doch dieselben Fuzzis. Das ist gar nicht wahr. Dann erklären wir mal den Unterschied, ey. Der eine ist blond, ne? Einer von denen ist der voll ist cool und badass. Und der andere ist Clive. Clive ist... Live reitet auf Pinguin. Und Joshua steht auf mit. An den auch Sünder. Mit ist. Kreatur der Finsternis. Denn ihr der redet mit uns. Oh. Entledigt euch atmet die kalte Luft. Siehst du das gerade? Wie er hier dunkel geworden ist? Ich sehe überhaupt nichts. Kannst du damit? Ich versuche damit zu interagieren, aber geht. Okay. Ist bei dir alles ein bisschen dunkler?
Nicht daheim. Bei dir nicht? Ja, mir ist nichts dunkel. Okay, ich konnte irgendwie mal mit dort interagieren, ja. Irgendwo hier. Ja, ich auch. Die Tante war am Reden. An den Sünder hat die Tante geredet. Mir ist hier nichts dunkel geworden. Okay, ich habe irgendwie sowas aktiviert und ist bei mir alles dunkel geworden hier. Bei dir ist jetzt irgendwie ein Quest-Symbol über dir und trägst halt auf dem Rücken, Daniel. Oh, ja, bei mir steht auch, bring den Götzen zum Altar. Ja, deshalb ist bei dir wahrscheinlich bei dir aber dunkel geworden. Das Ding ist am Dampfen. Ich glaube, da zieht die Fliegen an. So richtig no self-awareness, ey. Ja, er trägt irgend so ein dampfendes Rücken auf seinem Rücken, ey. Oh, und der hat schon wieder so eine Anti-Projektil-Scheiße. Leck mich. Ich bin noch nicht bereit. Nein, ich will nicht das Tagebuch lesen. So, immer sicher machen. Bonk. Stechen eurer Wunden. Text. Lasst das Eis in eure Knochen kriechen. Heißt euren Schmerz willkommen, denn die Qual des Fleisches ist die erste Läuterung der Seele. Das musst du halt irgendwo hinbringen. Stärker werden als jedes Leid. Habe ich jetzt, wo muss ich denn jetzt hin? Da lang oder da lang? Unten rechts, hier. Also ich habe noch, also bei mir steht, wo das hin muss. Betretet den, ja, ich habe zwei Symbole, das goldene und das blaue, oder? Pilgerreise heißt die Quest bei mir. Ja, bringt den Götzen zum Altar der Erlösung. Ja. Ich bin ja, aber da ist noch irgendein blaues Symbol bei mir auf der Karte. Okay, wollte ich. Was um den goldenen? Also ich habe nur das goldene. Es betretet den geheiligten Gletscher. Anruf der Uhr an. Das ist hier von diesem Häuptling, was wir angenommen haben. Ja, das wird mir aber auf der Karte angezeigt. Oh Gott. An den Sucher. Seht die Berge, die euch überragen. Spürt wie Wind. Oh, soll ich den wieder nehmen? Nehmt oder willst du hin? Akzeptiert Nein. eure Stellung und verehrt den Vater. Na, dann mich er hat uns den Weg gezeigt. Ich will den Götzen. So. Dein Schwert. Was ist mit meinem Schwert? Das ist ein Grimmsteinschwert. Naja. Oh, da hier sind Gegner. Da hinter uns, da ist ein Schwert aus der Truhe gekommen, meine ich. Okay. Oh, die immer mit ihren Speeren, ne? Wirft mir die ganze Zeit gegen den Kopf. Was
Nein, ich will nicht da reinrennen. Oh nein, der Gegner war entsetzlich. So. Ah, alles wieder hell. Und nun? Das Ende naht, blickt in euch hinein. Oh, schon wieder? Findet euren Glauben. Fühlt, wie er die Leere in euch ausfüllt. Oh, diesmal wird nichts erinnert dunkel. Euch, dass ihr ohne Glauben nicht seid. Haltet euch standhaft an. Batterien von dem Ding sind aufgeladen jetzt. Euch. Und die Batterien des Controllers nicht auch schon fast leer? Das dauert immer noch Stunden, nachdem er dort einmal steht. Ja. Oder Wochen. Hey. What's up? Alabasterkloster. Okay. Ich habe wieder so eine Kamerafahrt hier. Wenn ich das hier untersuche. Schreien der Busse. Ich spiele eben gern Karten. Deshalb bin ich doch kein Sünder. Aber die Bestechung. Meinetwegen sind Dinge. Gute Soldaten umgekommen. Bin ich so ein Mann? Werde ich immer so einer sein? Komm jetzt ins Reich der Schatten. Verdammt, ich bete. Warum klappt das nicht? Ha, ihr habt es geschafft. Das wäre dann zumindest einer von uns. Ihr habt von Pava gehört. Pff, ich höre, wie gesagt, kaputt gehen im Hintergrund. Aber genug davon. Ihr werdet in Kürze Vater in Kannst du nicht mit dem reden? Ja, was treffen? Nö, ja. Sie wissen, hier ist doch niemand. Ja, ich habe hier den Vigo. Aber ihr solltet es. Bei mir ist hier niemand. Nein. Jetzt ist da einer. Er spielt gern Karten. Alles klar. So. Und wir müssen drehen. Bonk. Okay. Muss erst warten, bis er aufhört. Kniet vor ihm nieder und denkt daran, dass ihr klein seid. Unendlich klein. Was du da? Oh, Schöpfer des Sanctorius. Wahrscheinlich auch voll wichtige Lore für das Diablo-Universum. Überhaupt des Glaubens. Du stinkst. Mein Gott, selbst die Engel sehen ja aus wie irgendwie Dämonen oder so. Was auch immer der sein soll. Thema, guck mal. Er sieht genauso aus wie das in Final Fantasy. Das haben die abkopiert. Sie. Oh Gott. Hat aber nicht. Ich bin ganz alleine. Was ist das denn? Ein Säbel? Eine Lanze? Ich glaube, das kann ich so weit benutzen. Ah, da ist schon wieder Ifrit. So wollt ihr vor mich treten? Vergebt diese Störung. Mit diesen Schuhen, mit diesen Klamotten. Ich
muss den Schwarzen See überqueren. Dazu brauche ich euren Segen. Wirklich, okay. In meiner Zeit hier habe ich eines gelernt. Was wir suchen und was wir brauchen. Das ist irgendwie der Erzfan von Lilith oder so. Kann sein. Ich dachte, ich nehme irgendwie gar nicht auf, vor mir in der Story geht. Doch es gab keine Lösung. Nur mehr Schmerz. All meine Taten entfernten mich weiter von meiner Heimat. Von dem Ort, an dem ich sein sollte. Wir haben diese Welt aus dem Unmöglichen erschaffen. Und doch verrottet sie im Inneren, wie ihre Schöpfer. Lilith hat die uralte Stadt betreten. Mit eurem Segen kann ich sie verfolgen. Euer Volk ist. Sie braucht keinen Segen. Und diese Welt ist an die Kreuzzüge der Unwürdigen verschwendet. Ich kann sie aufhalten. Die Audienz ist beendet. Okay. Ja, okay. Das war ja produktiv. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich uns gesehen hätte, hätte ich uns auch irgendwie nicht irgendwie einen Segen gegeben oder irgendwie so. Ach Daniel, du bist doch ein heiliger Barbar. So, wollt ihr vor uns treten? Ich hätte nicht gedacht, dass man diesen Engel einfach so treffen kann. Ich dachte, der ist irgendwo, weiß er nicht. Ja, ne? Im Himmel von Diablo. Ja, hier gibt es keinen Himmel, nur eine weitere Hölle. Selbst die Engel leben in der Hölle. Ist so ein Einzimmer-Apartment, voll runtergekommen. Na gut. Eben auch in so einem. Mit einem teilen sich alle ein Bett. Ja, für den Mist haben wir jetzt den ganzen Tag den Weihrauch hier rumgeschleppt. Und den Götzen, was auch immer. Ding hat gestunken. Und da ist dunkel gemacht. Ich war auf einem Trip. Ja. Ja, wo müssen wir hin? Ja. Schon wieder da, wo wir gerade waren. Warte mal, sein Gebiet war noch nicht. Ja, irgendwie schon. Oh Gott. Oh, Geld. Kann der sich nicht mit der Lilith kloppen? Soll er ja irgendwie eigentlich, das soll er auch, die sind irgendwie Feinde, so wie ich das verstanden habe. Die haben sich schon lange bekämpft. Und der ist beschäftigt damit, in der Kathedrale darum zu fliegen. Ja. Der sucht die heim. Na. Daniel hat eine unschuldige Ziege umgebracht. Ich wollte mal hier Pferde bekommen. Das ist unbedingt reichen. Ja. Also schon die nächsten Gegner. Weggeschleudert hat.
Alter. Sagen wir ja mal, dass wir voll die Zeit verschwendet haben. Jetzt müssen wir gleich nochmal zurück und die nochmal fragen, um den Segen. Dann sag doch mal bitte. Ihr habt keinen Segen gekriegt, du degenerativer Bastard. Hier ist eine Nebenquest. Wartet, hat er dir... Ein Fremder. Hast du bitte gesagt? Ein sterbender Ritter hat mich für seinen Beistand. Ich wollte nicht knien, falls das hilft. Er sprach von frevlerischen Dingen. Er sagte, seine Rittertruppe hätte ein Geheimnis. Ich habe meinen besten Lendenschutz angezogen für ihn. Einen roten Kelch. Ich habe meinen Lendenschutz ausgezogen. Ich habe ihm befohlen, tief daraus zu trinken. Er beichtete, dass jetzt an einem Ort lagern, den er die blutrote Kapelle nannte. Der Kelch muss gefunden werden. Und ich muss. Er hat schon wieder irgendeiner was getrunken. Warum geht es eigentlich in allen Spielen immer irgendwie um Trinken, Essen und dann umkippen? Fucking hell, ey. Das kann doch nicht sein. Das kann ich hier nicht tun. Gesegnet sind diejenigen, die sich im Licht sonnen. Möge unser Glaube unsere Rüstung gegen die heraufziehende Dunkelheit sein. Mach in die Nähe. Ja. Ah, ihr seid zurück. Kehren wir der Kälte den Rücken und sprechen drinnen. Dienen Sie mir. What? Hallo. Oh. Ich dachte, die wird noch weiterlaufen. Doch steht ihr unversehrt vor mir. Ich kenne seine Wege. Das ist mir Zustimmung genug. Boah. Im Namen also, weil er uns nicht umgebracht hat, haben wir jetzt seinen Segen oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Möge das Licht euch durchströmen und euch vor typisch Religion, ja, als irgendwie immer anders interpretieren. Unser Segen wurde in den Himmeln prophezeit. Ja, genau, unser Sieg. Hat sowas Hitler nicht auch gesagt, ey? Unser Sieg wurde im Himmel prophezeit oder irgendeine Scheiße. Okay, wo geht's hier lang? Das ist schon wieder voll weit weg. Da müssen wir nach. Wer ist dieser Ort hier? Hier Lesna. Oder ist die Nebenquest, die wir gerade angenommen haben, irgendwo hier in der Nähe? Die ist schon wieder in der Dungeon. Das heißt in der Dungeon. Ja, gehen wir nach hier Lesna. Höhere Weltstufe hat hier deutlich mehr Erfahrung. Ich gehe nach meiner Stadt. Mach das. Was darf sein? Mhm. Ah, wo ist denn diese Scheiße? Irgendwo unten. Ja. Was hab ich gerade gemacht? Wollte ich nicht. Nee. Ich komme jetzt an, Daniel hat irgendeinen Unschuldigen umgebracht. Du warst schon tot, bevor ich hier hingekommen bin. Was habt ihr noch? Was ist das für ein Zeichen? Ach, Kuriositäten. Wie geht's mit Stallmeister aus? Können wir jetzt hier mal Pferde reiten? Ihr könnt uns euer Tier anvertrauen. Beim Wort des Vaters. Reittier, Donans gefallen. Hm. Oh Gott. Boah. Oh,
Warte mal, Level 31 waren die, wir sind ja schon 36. Wir sind zu stark. Ich bin noch nicht bereit. Richtig vorgemacht. Kaninchen. Ich bin ja von der. Was? Ich befürchte auch immer, ich bin zu stark, wenn ich Kinder von der Schaukel schubse. Elch. Ich brauche mehr Zeit. Was so? Was denn für ein Symbol über sich? Ja, wenn man Lorbeeren. Ja, ich weiß, das haben meine Charaktere auch. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich kann ja eben schon wieder ein ganz eigenes Abenteuer, ey. Ich war auf der Jagd. Gegner. Immer doch. So, da will die schon wieder von uns. Silbererz. Okay. Oh, da sind wir. Was geht? Ah, die schon wieder. Ich werde das unterwegs erklären. Das sind die besten Pläne überhaupt. Wir gehen rein. Wir töten. Ja. Wir gehen wieder raus. Oh Gott. Ah, das ist ein explodierende. Und Schläge. Oh Gott, die explodieren alle. Ich bin noch nicht. Sorry, Daniel, ich halte immer noch den Rekord an der Menge der Tode. Ich bin immer noch viel öfter gestorben als du. Ratmas Beschreibung des Rituals war schwer verständlich. Und Elias Notizen waren kaum besser. Ich glaube jedoch, ich weiß, wie ich erneut mit meiner Mutter sprechen kann. Ja, kann ja nur gut ausgehen, mit den Toten zu reden. Und sie mit mir. Die Brise, die vom Schwarzen See herüberweht. Die liegt immer noch hier. Beeilen wir uns. Bei Jobs endet die sich in Luft auflöst. Na, mach mal. Was macht die da? Mutter, bitte. Kannst du mich hören? Mein kleines Vögelchen. Du bist es. Ich kann dich retten, Mutter. Ich verspreche es. Ich kann lernen, wie man... Nihil, hör auf. Von meinen eigenen Fehlern kann ich nicht gerettet werden. Dieser Körper ist nur eine Hülle,
Mein Geist muss weiterziehen. Ich sehe da so zu und denke nur Amateurin. Du musst mich gehen lassen, Mutter. Nein. Ich brauche dich. Nein, brauchst du nicht. Du musst deinen eigenen Weg gehen, ohne mich. Aber ich kann dir noch. Ist ja auch deinen eigenen Weg, Daniel. Ja. Du hast den Weg des potenziellen Mörders. Dein Blut ist der nötige Schlüssel. Geh weg von mir, du verrückte Frau. Du kriegst mein Blut nicht. Alles klar. Alter! Oh, ich dachte, er meinte von der Tochter, ey, Blut. Ja, und Mireille, du wurdest immer geliebt. Mutter. Cool. Ich habe jetzt eine Handverletzung. Ja, meine Hand tut voll weh jetzt gerade. Wir müssen gehen. Du könntest dich infizieren. Meint ihr, Lilith? Du bist ein Doktor. Es ist so lange her. Ich befürchte, dieses Mal hat sie gewonnen. Außerdem muss ich mich um meine Mutter kümmern. Doch, es ist tot. Nicht für euch. Irgendwie ist sie tot. Ich glaube, kümmern ist jetzt nicht mehr notwendig. Findet den Grund heraus. Sie muss jetzt gewaschen werden, die stinkt. Ja. Okay. Ah, Goldbeere. Nekropole der Erstgeborenen. Klingt doch sehr einladend. Ja, bist du gerade am Leveln? Ja. Am Skillen. Ja. Nicht schlecht. Brutal. Gefällt mir. Was? Brutal. Da stehe ich. Das weiß ich zu schätzen. Brutal gefällt mir. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Tut mir leid. Okay. Okay. Dann machen wir jetzt. Boah, ich dachte, das haben alles Gegner. Ein Skelett und ein Golem. So, jetzt werden wir ganz sicher auf Lilith treffen und sie voll fertig machen. Ja. Grüner Geist. Letzte Besucher meines Sanktums. Auch wenn ihr zu spät kommt. Genau wie Lilith vor euch. Denn es war mein Vater Inarius, der zuerst hier ankam. Alles geschah wie meine Vision. So, dieser Engel, ne? Ne, warte mal, Ratma. Ratma war doch hier der. War nicht der Sohn von Lilith? Ja. Na, da ist. Der erste Todmischung. Na, da ist Dings hier, Lilith und der eine Engel, den wir gerade getroffen haben. Das sind Mann und Frau. Okay. Ja, weil er gerade gesagt hat, sein Vater Inarius. Und Inarius war ja dieser Engel, glaube ich, ne? Okay. Ja, dann ja. War ja klar. Also ist das gesamte Spiel ja eigentlich nur eher Therapie. So, oh, die sind schon wieder ein bisschen stärker. Oh Gott, die machen Aua. Die machen sehr Aua. Hier sind immer so Blitze, ne? Oh, bessere Stiefel. Bastard. Besten Bastardschwert, Daniel. Geil. Ich habe bestimmt schon ein besseres. Pass auf. Ah!
verderbener Trenner. Ja. Ich bin noch nicht. Oh, ich sah zerrüttete Bilder vom Ende Sanktuariums. Die Schuppen einer großen Schlange trugen diese Visionen. Was? Ich habe auch einen Geist, guck mal. Oh Gott, ich hasse diese Tentakel hier. Ich muss der Händler-Tentakel lange. Na klar, jetzt sind wir Chirurgen. Schon richtig sein. Nein. Dieses Gebiet braucht mal einen neuen Anstrich. So meine persönliche Meinung. Ich bin noch nicht bereit. Nur eine Top-Pflanze irgendwo. Sie sind tot. Aber ich kann sagen, kannst du alle von da oben abschießen. Gewandung des Zirkels. Ja, ich klinge, als würde ich es übertragen. Oder wäre so ein Blitzer. Okay, der rennt irgendwie auf dich los. Ja. Stand direkt vor dem, jetzt hat er an mir vorbeigelaufen. Ich bin noch nicht bereit. Warum hätten wir so viel aus? Erhöhtes Leben. Vom wo? Ja. Ah. Oh. Ist aber schlechter als meine jetzige. Oh.
Ich habe eine neue coole Rüstung bekommen. Ja. Oder nicht? Durch. Nö. Okay. Müssen wir lang. Ich glaube da unten. Oh, zerstören. Ich bin noch nicht bereit. Nur wie? Aha. Ekelhaft. Na, warte mal, ob ich mal rein. Dann drehe ich mich da rein. Da kommt der Schild, dann schrei ich, dann hau ich ganz doll zu. Aua. Ich habe jetzt irgendwie so eine zusätzliche Lebensleiste. Bin ich gestählt. So eine Art Panzerung irgendwie. Hab ich, glaube ich, irgendwie so ein Amulett, das ich mal gefunden habe, bekommen. Gestochen. Ja, da habe ich auch die ganze Zeit getroffen. Ich bin noch nicht bereit. Eine Prunkklinge, die 75 Punkte weniger Schaden macht als was ich jetzt habe. Wo ist dort? Oh, minus ein Schaden. Fast. Ich muss warten. Seven. Boomer von Left 4 Dead. Gut. Oh, da ist er sogar. Du stehst im Weg des Erlösers. Das heilige Blut in deinen Adern sollte kochen.
Nichts, das du tust, kann die Zukunft ändern, die ich gesehen habe. Ich gestalte mein eigenes Schicksal. Und deine Prophezeiung ist nur ein kleiner Teil davon. Es ist zu groß, als dass eine undankbare Ausgeburt wie du es verstehen könnte. Okay. Ah.